Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Freunde der bitterbösen Politik-Satire. Ja, es ist endlich soweit. Auf Ihren vielfach geäußerten Wunsch gibt es jetzt Post von Gerke zum Analoglesen als gedrucktes Buch. Ja, Sie sehen mich, ich bin ganz stolz und glücklich, dieses erste Musterexemplar in meinen Händen halten zu können und Ihnen zeigen zu können. Falls Sie sich jetzt wundern, warum hier noch was abgeklebt ist, ist darunter, verbirgt sich da vielleicht ein verfassungsfeindliches Symbol oder Zeichen? Nein, hier steht drunter, wer das Vorwort zu meinem Erstlingswerk geschrieben hat. Ich will es aber ein bisschen spannend machen und noch nicht verraten. Kommt noch. Ich kann Ihnen aber verraten, es ist eine prominente Person, bekannt aus Film, Funk, Fernsehen und Bühne. Es ist ein Er, biologischer Er, ab Geburt, muss man ja heutzutage dazu sagen. Und er hat mir das Vorwort handschriftlich zukommen lassen. Ist das nicht toll? Wer schreibt heute noch per Hand? Wer kann noch per Hand schreiben? Also ich muss sagen, wenn ich per Hand schreibe, das kann niemand lesen. Schöne Handschrift. Ganz tolle Geschichte. Also, wir klären es noch auf, aber es soll halt ein bisschen spannend bleiben. Ja, was gibt es jetzt zu meinem Erstlingsmachwerk zu sagen? Es sind 212 Seiten. Darauf befinden sich, oder darin besser gesagt, 188 Kolumnen zum, weiß gar nicht, ob man das jetzt in dem Zusammenhang so sagen darf, Kampfpreis, ja, von 18,88 €. Ja, das sind umgerechnet 10 Cent pro Kolumne, also ich finde, ist jetzt nicht zu teuer. Und falls Sie sich jetzt fragen, wie können Sie es bestellen? Das geht ganz einfach. Sie schicken einfach eine E-Mail, schicken mir direkt eine E-Mail an buch@postvongerke.de, wird auch jetzt hier eingeblendet, schreiben Ihren Namen und Ihre Adresse hinein und wenn Sie eine persönliche Widmung von mir haben möchten, das dazu und vor allen Dingen den Wortlaut mache ich natürlich gern. Also bitte nichts Verfassungsfeindliches oder Fremdenfeindliches oder Hassrede natürlich. Und dann bitte, wie Sie bezahlen möchten. Also am besten natürlich, am schnellsten geht's per PayPal. Und dort bitte ich einfach um Geld an Freunde, weil sonst mache ich dann von Ihrem Geld diesen großen Konzern noch reicher, als er so schon ist. Es geht natürlich auch per klassischer Banküberweisung, überhaupt keine Frage. So, und ich muss dazu sagen, das ist jetzt das erste Musterexemplar. Wir sind jetzt mit dem Lektorat fast durch. Es geht jetzt in die Druckerei und die haben mir zugesagt, dass die ersten Exemplare, die bekomme ich noch vor Weihnachten. Und wenn alles gut läuft, wer jetzt schon bestellt, wird das unter den Weihnachtsbaum legen können. Also entweder unter den eigenen Weihnachtsbaum oder vielleicht auf den Gabentisch Ihrer Liebsten, Ihrer Freunde, denen Sie einfach eine Freude machen wollen. Also quasi Kraft durch Freunde. Ja, und ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin auch stolz und ja, also ich bin wirklich, ich gebe es zu, ich bin stolz, weil das ist ja mein Baby. Ne? Es ist auch nicht ganz ohne Aufwand. Ich habe es auch im Eigenverlag gemacht. Muss man natürlich ein bisschen was vorfinanzieren oder einiges vorfinanzieren. Ich wollte das aber bewusst so machen. Es soll ein schönes Buch sein. Es soll Spaß machen, in der Hand zu halten. Es soll hochwertig sein. Deshalb auch hier, Sie sehen es vielleicht, Hardcover-Einband. Richtig schönes Papier, dass man es schön lesen kann. Das war mir ganz, ganz wichtig. Es ist auch nicht so, also ich werde davon nicht reich, muss man sagen. Also ich kann Ihnen das verraten, im Buchgeschäft, im Buchhandel geht man davon aus, 10% des Verkaufspreises bekommt der Autor als Gewinnmarge sozusagen. Nun können Sie sich das mal ausrechnen, bei 18,88, da geht erstmal noch die Mehrwertsteuer ab und was dann übrig bleibt, können Sie nochmal die Hälfte abziehen, weil der Staat will ja auch noch Geld, also es wird ja auch alles ordentlich versteuert. Nicht, dass einer ja sagt, der Gerke verkauft die Bücher schwarz. Nee, Sie bekommen, wenn Sie das bestellen, bekommen Sie natürlich auch eine ordnungsgemäße Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Also reich wird man mit Bücherschreiben nicht, außer Sie heißen vielleicht Stephen King oder diejenige, die Harry Potter geschrieben hat und dann 20 Millionen Bücher verkauft. Das wäre natürlich schön, würde ich mich auch freuen, aber man muss ja ein bisschen realistisch bleiben. Würde mich trotzdem freuen, wenn die Bestellungen reichhaltig eingehen. Hat auch einen gewissen Vorteil. Stellen Sie sich mal vor,
meine Seiten, meine Kanäle werden irgendwann zufälligerweise mal abgeschaltet. Also, weil es vielleicht ein technisches Problem gibt. Also, Zensur gibt es ja im besten Deutschland aller Zeiten nicht. Das Buch hier aus Ihrem Buchregal wieder rauszunehmen, das wird schwierig. Ne? Außer es kommen irgendwelche Kontrolleure bei Ihnen in die Wohnung. Also man will ja nichts ausschließen. Ne? Aber passiert ja in Deutschland, kann das nicht passieren. Über diese Zeiten von Bücherverbrennung sind wir ja lange drüber weg, oder? Moment, ich muss es mal richtig hinstellen, das ist auch Sinn. So, in diesem Sinne, bleiben Sie kritisch und bis zum nächsten Mal. Ihr Elmar Gerke.